Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Heute geht es nach Lissabon, denn ich bin eingeladen von meinem Partner F-Stop. Und so ein paar Impressionen bringe ich dir auf jeden Fall mit. Jetzt erstmal schnell bei Brüssel Airlines einchecken, dann kurz auf den Flieger warten und dann über Brüssel ab nach Lissabon. Das, was ich am liebsten mag, wenn du mit einer Marken-Airline fliegst und es dann zu Fuß gehen. Sag mal, was stimmt hier nicht? Ich glaube, das gibt es wirklich an keinem Hauptstadtflughafen in Europa sonst. Und hier in Brüssel erlebe ich das auch das erste Mal. Es gibt tatsächlich Außenparkplätze, die über den überdachten Gang mit dem Terminal verbunden sind. Und nicht einen, sondern Massen davon. Das ist wirklich ungewöhnlich, finde ich. Also bei so Provinzflughäfen wie in Hamburg, wo es ja auch 3 oder 4 so Flugzeugparkplätze gibt, die so sind. Okay, aber bei einem Hauptstadtflughafen, dem Drehkreuz von einer Lufthansa-Tochter. Respekt, also Wahnsinn. Hier, komm mal hier. Wer einen europäischen Flughafen kennt, also einen Hauptstadtflughafen, wo das auch so ist, schreibt's mir in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. So, Freunde, Lissabon, Flughafen, Auto abholen. Also, ich sag mal, wie es ist. Da wird es demnächst, glaube ich, keine Mitarbeiter mehr geben, weil die üben gerade mit, ich sag mal so, Beta-Testern, dass man sein Auto einfach selber abholt, indem man selber seine Buchungsnummer eingibt, die ganzen Daten abtippt von den Ausweisen und Kreditkarten und vom Führerschein und dann kommt man ins Parkhaus und da gibt es auch ein automatisches Fach, was sich öffnet, wenn man da seine Nummer eingibt und anschließend das mit dem Geburtsdatum bestätigt und so weiter und so weiter. Ich glaube, die wollen die Mitarbeiter abschaffen. Aber es ist halt ein klassischer Stadtflughafen. Das heißt, auch die Autovermietung und alles ist direkt in der Stadt. Und ich sag's, wie es ist, jetzt da vom Flughafen rauszufahren, das war alles andere als ein Vergnügen. Das muss man ganz klar sagen. Es war wirklich, und ich bin wirklich auf dieser Welt viel von Flughäfen weggefahren mit Mietkarren. Es war wirklich kompliziert. So, nichtsdestotrotz, ich bin auf der Autobahn und stehe im Stau wegen einem Unfall, aber es geht gleich vorwärts, ich sehe schon. Und dann geht's los zum Ambassador-Meeting. F-Stop, du weißt es. So, wettermäßig ist auf alle Fälle schon mal ganz großes Kino. Guck mal hier. Ja, die Kollegen haben mir so ein großes Airbnb gemietet, was natürlich hilfreich ist, einfach um
konzentriert arbeiten zu können. Und ich bin sehr gespannt. Im Moment ist ja noch ein bisschen Anreise. Das heißt, im Moment ist der Mick zwar schon da und ein paar andere vom Team auch, aber ein Teil der Ambassadore eben noch nicht. Und ein Teil kommt auch nur morgen für einen Tag vorbei oder nur Samstag für den zweiten Tag. Und ja, aber so nach und nach und so werden wir sicherlich uns vernünftig austauschen können. Und ich kann dich natürlich da nicht zu allen mitnehmen, aber wenn es irgendwas richtig Interessantes gibt, dann gucke ich mal, dass ich mal so ein klein bisschen mitfilmen kann und dir einfach auch so ein bisschen Einblick liefern kann. In vielleicht so ein bisschen, was Produkte betrifft und so weiter. Mal schauen, was möglich wird. Ich habe nur die ganz Kleine mit. Ja. Fürs Vloggen reicht die auch. Da tut die alles, was man braucht. Guck mal, ihr erinnert euch an die Abwrackprämie. Thema für die deutschen TÜV-Prüfer. Diese Anstellerei immer wegen ein bisschen Rost. Es ist nur Rost. Nicht mehr und nicht weniger. Kurz nach 6, genau meine Uhrzeit, wenn man um 12 im Bett war und gestern um 3:30 aufgestanden ist. Aber wir wollen zu fotografieren rausgehen, bevor heute so der Techniktag startet. Und zwar fahren wir nach Nazaré, das ist nur ein paar Kilometer hier entfernt, zum Sonnenaufgang. Ich bin zum Glück nicht ganz alleine. Dann hätte ich mich auch gefragt, was stimmt mit mir nicht. Ja, wollen wir mal gucken, wie das aussieht. Vielleicht gibt es gleich einen Timelapse. Und wenn nicht, dann nicht.
Jetzt gibt es noch schon ein paar Lebensweisheiten auf die Augen. Und ich sag mal so, genau so lebe und arbeite ich. Jo, ganz genau. Ich gehe mal runter zum Rest der Gruppe. Sonne ist aufgegangen, siehst du ja auch. Mal gucken, ob man von unten noch den einen oder anderen vielleicht Teleshot machen kann. Ich glaube es fast nicht, aber es sind nur ein paar Meter. Und du weißt, die Schritte-Challenge läuft auch noch. Insofern mal einmal schnell hinlaufen. Eben wurde ich schon mal gefragt, ob ich es bereut hätte, heute Morgen aufgestanden zu sein. Jetzt noch nicht, aber vielleicht heute Nachmittag. Wer weiß das so genau. Ich hier kurz gefrühstückt. Jetzt mal schnell eine heiße Dusche, das wäre mega. Und dann geht die Arbeit los. So sagt er mir zumindest. Insofern noch mal ganz kurz die Sonne hier draußen genießen. Wirklich wahnsinnig geiles Wetter. Und so früh am Morgen ist hier in Nazaré auch nichts überlaufen. Aber ich denke, das würde sich im Laufe des Tages ändern. Insofern gut, dass wir so früh da waren. Ich habe übrigens die ersten Testfotos mit dem Laowa 6mm 2.1 gemacht. Ja, auch da dürft ihr gespannt sein, wie es an der Stelle weitergeht. So, Sonne scheint. Wir hatten eine Vormittagssession, wo wir über ein Teams-Meeting auch mit dem Rest der F-Stop Ambassador Community gesprochen haben, über neue Produkte, über neue Farben, über neue Funktionen und alles, was so rund zum Thema Transport
ja, im weitesten Sinne am Körper dazugehört. Jetzt machen wir ein ganz kurzes Mittagsbreak und dann gibt es heute Nachmittag nochmal eine, ja, ich will nicht sagen identische Session, aber eine Session mit demselben Thema für die US-amerikanischen Kollegen, die ja so ein bisschen zeitversetzt auch zu Portugal sitzen. Genau, ich versuche mal hier mal ein bisschen mitzufilmen. Ich kann nicht alles zeigen, aber so ein bisschen das schon, besonders auch was Farben und so betrifft. Ja, bleibt dran. Letzter Tag hier vom Hangout in Portugal. Vorletzter, muss man eigentlich sagen. Wir machen heute noch mal ein bisschen Content Creation, also sowohl für F-Stop als auch für uns so ein bisschen und versuchen noch mal so ein klein wenig Informationen miteinander zu teilen. Das werden wir machen an der Küste in der Nähe von Sintra. Und ich habe gestern Abend entschieden, ich bleibe dann da, weil von da ist es nur ein kurzer Weg zum Flughafen morgen früh. Ansonsten müsste ich heute im Dunkeln wieder hier mit rausfahren, 1,5 Stunden und dann morgen früh wieder 1,5 Stunden nach Lissabon rein. Das macht ja keinen richtigen Sinn. Also insofern, ich habe ein kleines Hotel gebucht und bleibe da. So, heißt also Abschied nehmen, jetzt hier gleich. Und dann fährt der gesamte verrückte Haufen da hinten nochmal ab an die Küste. Bisschen fotografieren und Spaß haben und ja, das wirst du sicher auch noch so ein kleines bisschen sehen im Laufe der nächsten Minuten. Ihr fragt euch vielleicht, warum ist es da, wo der Frank sitzt, eigentlich wieder so nass? Richtig, weil hier gerade eine Welle war, die hat hier nicht nur mein Stativ erwischt und meine Füße, sondern auch meine Hose und meinen Rücken und an dem Bereich hinter mir. Also sowas in etwa. Naja, ich habe oben, da ganz oben im Auto alles, was ich zum Wechseln brauche. Ey, das kannst du nicht ausdenken.
Yeah, yeah. He's a professional yeah. dog selfie yeah. photographer. Have a look. Have a look. They don't want it. You know what's the name of Nico on Instagram? Vormittagssession ist vorbei. Gut, was heißt Vormittagssession? Es ist nach 15 Uhr mittlerweile. Wir sind zum Mittagessen gegangen jetzt. Essen ist bestellt. Jetzt werde ich mich mal kurz darum kümmern, dass meine Füße trocken werden. Also sprich, Schuhe aus, neue frische Socken an, die trockenen Schuhe an. Oh, das wird ein Fest werden, wird das. So, und dasselbe gilt für die Unterhose, weil diese Welle, die mich da erwischt hat, naja, ich sag mal, wie es ist. Ich saß auf dem Stein, hab die Fotos gemacht, die ihr schon gesehen habt, und bin dann überrascht worden von einer größeren Welle, die schlicht und ergreifend mein Stativ umspült hat, meine Füße umspült hat bis zum Knie und eben auch den Hintern. Also ich war ziemlich im Wasser, kann man sagen. Das muss jetzt mal schnell gefixt werden, weil die Hose, ihr wisst das, die ist sofort trocken, alles draußen ist sofort trocken, aber alles das, was da drunter ist und aus Baumwolle, das ist ganz weit davon entfernt, dass es trocken werden will. So, let's fix it. Der offizielle F-Stop-Teil geht jetzt hier für mich gleich zu Ende. Ich habe mir für die letzte Nacht in der Nähe hier auf der Küste ein kleines Hotelzimmer gebucht. Warum? Weil es einfach keinen Sinn macht, jetzt 1,5 Stunden dahin zurückzufahren und morgen früh 1,5 Stunden wieder hierher Richtung Lissabon. Hatte ich einfach keinen Spaß dran. Insofern habe ich mir hier was gebucht und bleibe hier. Ich werde den Abend hier noch ein bisschen genießen, werde noch ein Habs essen gehen wahrscheinlich und dann eben später ins Hotel fahren. Und dann geht es morgen zum Flughafen, da siehst du dann das Ende von diesem Vlog. Ich habe eine wirklich richtig geile Zeit gehabt. Ich habe jetzt eben hier für F-Stop noch ein bisschen Content für Live on a Dash produziert. Wenn du nicht weißt, was Live on a Dash ist, geh mal auf die F-Stop-Webseite. Da zeigen Fotografen, F-Stop-Ambassadore und Pathfinder, wie sie ihre Rucksäcke und Taschen packen. Und da gibt es jetzt demnächst auch eine Episode von mir. Sei gespannt, die verlinke ich dir natürlich auch nochmal separat. Wenn sie rauskommt, hier irgendwo bei YouTube oder auf alle Fälle in der Insta-Story. In diesem Sinne, eine richtig gute Zeit. Hier raus fotografieren und wir sehen uns natürlich wieder. Ich wollte gerade einen Bildbeschreibungsabspann aufnehmen. Wir sehen uns morgen nochmal wieder. Glaub mir. Bis dann. So, jetzt heißt es gleich Abschied nehmen hier aus Portugal. Ich habe in Sintra übernachtet, wie du ja schon weißt, und fahre jetzt in einer guten Stunde zum Airport nach Lissabon. Ich bin hier nochmal rausgegangen heute Morgen, weil ich dachte, Mensch, noch ein ganz kleines bisschen die Chance nutzen, ein bisschen was zu sehen. Und es ist wie immer, alle anderen, beim Frühstück war ich alleine im Hotel, obwohl es ein großes Hotel ist, alle anderen schlafen noch, das heißt, du hast hier Ruhe, es ist richtig schön und es geht jetzt auch da hinten am Hang die Sonne auf, das heißt also sie geht hinter diesem Berg auf und fällt jetzt aber langsam da rein, das heißt wir werden gleich hier vorne Licht kriegen auf den Häusern und darauf werde ich auch sicher noch warten, um ein paar Bilder zu machen, aber du siehst auf alle Fälle, es ist immer dasselbe, es ist richtig, ist eine richtig gute Idee, morgens früh aufzustehen, um diese Erlebnisse zu haben. Erwartungsgemäß sind die Gärten alle noch geschlossen, weil es einfach zu früh ist. Das meiste öffnet um 9 und es ist deutlich vor 9. Aber das ändert nichts daran, selbst wenn ich hier von der Straße mal so rüber gucke. Ja, okay. Aha. Und da hat jemand sich ein kleines Haus hingestellt, irgendwann in der Vergangenheit. Und heute ist das eben in einem der Gärten. Wahnsinn. Also, ja, da kann man mal sehen. Hier doch wieder deutlich, dass Portugal mal eine Seefahrer- und Kolonialnation war, weil ich meine, das ist jetzt nicht entstanden, weil jemand ein paar Schuhe zusammengeklöppelt hat oder Garn gesponnen hat. Ich meine, da seht ihr hier. Das hatte andere Gründe.
weshalb es zu so einem Haus kam. Nehme ich jedenfalls ganz stark an. Und das ist nämlich mal so eine Art logistische Meisterleistung. Du fährst hier rein, quasi wie in einer Waschstraße, werden die Autos erst gecheckt, dann gebaut, dann gewaschen. Und dann fahren sie eine Stockwerk hochgebracht und dann kann man sie sofort wieder mieten. Das ist schon ein cooler Workflow. So, alles hat ein Ende. Auch der Trip nach Portugal. Es geht zurück mit einer Dreiviertelstunde Verspätung nach Frankfurt. Es geht zurück. War eine sehr schöne Zeit, ein sehr gutes Team. Richtig coole Kollegen von F-Stop. Danke für die Einladung. Und euch wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit ein paar Bildern. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hier auf dem Kanal wieder. Back in good old Germany und damit auch in Hamburg. Und ich sag mal so, man sieht es auch im Wetter hier vorne. Es regnet ganz leicht, aber ist egal. Wir nehmen die positiven Vibes mit aus Portugal. Ich hoffe, du hattest Spaß mit dem Vlog und ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Fotografie und dann immer schön an Denken. Wir zwei, wir sehen uns wieder.